I be that young rapping dude, might just trap with you. Leute von heute, was geht? Herzlich willkommen bei einem Star Wars YouTuber Epic Wars mit weiterer Star Wars Battlefront 2 Action hier für euch, Leute. Und ein Spezialthema habe ich für euch, denn es kam eine Umfrage, eine offizielle Umfrage von den Battlefront 2 Machern über die Spezialeinheit. Und ich denke mal so, wenn die schon so eine große Umfrage machen, dann hat das was zu bedeuten und das könnte im nächsten Update auch, ja, drin vorkommen. Um was geht's? Was ist da los? Ihr habt es im Titel gelesen oder im Bild gesehen, Leute. Es geht um die Spezialeinheiten. Ja, Wojtski. Es geht wirklich um die Spezialeinheiten. Ich habe mal darüber ein Video gemacht, über Flammtruppler, glaube ich, war das. Oder allgemein gegen Krieger. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab es eine Umfrage zu den ganzen Sachen, was zu stark ist, was man gepatcht werden oder beziehungsweise was gepatcht werden muss. Versprecher for the win. Und ja, darüber natürlich dieses Thema. Und Frage des Tages, Leute, findet ihr die Wookiee-Krieger zu stark oder die Flammentruppler zu stark? Oder findet ihr, okay, sollten die sich ändern? Das ganze Thema werde ich jetzt beleuchten und dann könnt ihr euch eure eigene Meinung machen und dann natürlich auch dann in die Kommentare schreiben oder jetzt auch schon schreiben, falls ihr eine Meinung dazu habt. Und ja, zum Gameplay, Leute, es gibt nichts Passenderes, endlich mal Abwechslung hier auf diesem Kanal, was heißt endlich, ich bringe ja so gut wie immer, fast versuche ich Abwechslung zu bringen, manchmal gelingt es mir nicht, manchmal gelingt es mir, mir ist es heute gelungen, Leute, Wookiee-Krieger Gameplay ist am Start, kann ich euch präsentieren. Ich habe mehrere Wookies genommen, aber ich habe euch hier in diesem Gameplay gezeigt, dass Wookiee-Krieger auch stark sein können, dass man mit denen auch abgehen kann, dass man nicht unbedingt auf 6000 sparen muss, vor allem nicht bei Todesstern 2. Ja, jetzt werden die meisten mit Wookiee spielen nach diesem Video auf dieser Map, aber hey, das ist auch effektiv, was wird's dagegen machen? Und die Granate ist auch richtig gut, wenn man die auch noch verbessert hat, die Sternkarten und so. Können wir auch durchgehen, falls ihr gerne auch so einen Guide haben möchtet zu dem Wookiee-Krieger. Denn darüber möchte ich gerne auch mal einen Guide vielleicht machen, speziell zu dieser Klasse. Ich bin mega gespannt, ob ihr das wollt. Dann natürlich auf Epic Gaming. So Leute, wir fangen an mit dem Thema, so gesehen. Also die Umfrage, es ging um die Umfrage, was halten wir von Wookiee-Krieger, von den ganzen Spezialeinheiten an sich. Also wir haben ja die Lufttruppler, wir haben die Raketentruppler und so. Und ich muss dazu sagen, die Raketentruppler, wenn wir jetzt die hier jetzt nehmen und die Raketendruiden sind das, glaube ich, auf der anderen Seite. Wenn man die jetzt nimmt, natürlich kann man sagen, Rakete voll stark und so, aber die Rakete sollte auch stark sein. Ich meine, die hat einen schönen Explosionsradius, die haut die Gegner auch One-Shot weg, macht bei den Helden sehr, sehr viel Schaden mit Rakete. Das kann man nicht außer Acht lassen. Aber ich denke, das muss so sein und die halten nicht so viel aus. Die sind zwar manchmal ein bisschen so nervig, dass die ganze Zeit umherspringen, aber das macht auch das Gameplay aus und das macht auch die Abwechslung aus. Und wenn man selber so einen Lufttruppler spielt, weiß man, wie sehr das Spaß macht. Man weiß auch, dass man vorsichtig spielen muss, nicht, dass man einfach eine Spezialeinheit nimmt und dann regelt das alles. Die nehme ich die Lufttruppler und ich finde das eigentlich ganz gut. Von den Waffen her finde ich das auch ganz gut. Manchmal haben die eine Pistole, manchmal auch die zwei Burst-Waffe, wenn mich nicht alles täuscht, die A82. Korrigiert mich, falls ich falsch liege, aber so um den Dreh ist es dann halt auch. Und was haben wir noch? Ja, genau. Wir haben natürlich auch die fetten Droiden, ne, die dann auch so heftig rumlaufen durch die Map, manchmal auch 3000 Punkte kosten. Und die können auch Raketen schießen aus dem Handgelenk raus. Ich finde die aber auch nicht OP. Die halten viel aus, okay, machen auch auf die Helden sehr viel Schaden, können manchmal so ganz schnell nach links oder nach rechts leihen, aber das ist wirklich nicht das Thema, worüber man reden muss, sagen muss, das ist absolut OP. Natürlich ist das alles meine Meinung, Leute. Ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben und sagen, Epic, Schwachsinn, die Sachen sind alle OP. Ich komme gar nicht klar auf das Spiel. Aber ihr könnt auch das gerne begründen. Ich bin mega gespannt. Weil, warum eigentlich? Weil eure Meinung so wichtig ist. Weil das ist dann die Zukunft von Battlefront 2, wie es aussieht. Weil wenn das Update dann im September erscheint, gehen wir mal davon aus, es erscheint im September oder vielleicht auch schon jetzt bald im August, also jetzt Ende August, jetzt sind noch ein paar Tage und dann seid ihr, dann habt ihr etwas geschafft quasi und das wird dann so immer im Spiel bleiben, außer die Patchen ist natürlich absolut tot und dass man die nicht mehr spielen kann, denn wenn sich an die Beta erinnern kann, der Flammtruppler und Wookiee-Krieger waren in der Beta absolut Müll, aber das war natürlich dann die Beta und das ist ja auch ein paar Tage her. Hier, ein paar Monate, war schon ein Jahr, wenn man das betrachtet, das kam ja im Oktober. Ja,
Jetzt kommen wir zu den ganzen Sachen. Was ist eigentlich stark? Was ist meiner Meinung nach zu stark? Flammentruppler. Gehen wir von dem Flammentruppler aus, bevor wir zu den Wookies rübergehen. Flammentruppler an sich, Leute, mega stark. Die Feuerattacke, die Feuerwaffe, sag ich mal, die ist so stark. Die macht auf Helden so viel Schaden. Und vor allem, wenn man schon wegläuft, mit einem Helden weg ist, dann kriegt man immer noch den Schaden, weil man immer noch quasi brennt. Und das ist echt, echt zu krass. Mach mal Nase zu. Ja, man kennt es. Auf jeden Fall ist es wirklich sehr, sehr komisch, dass diese Sachen so viel Schaden machen. Natürlich muss man Schaden machen, sonst würde man auch nicht die Flammentruppler spielen, aber sehr viel Schaden. Aber das ist nicht mein Hauptproblem, finde ich. Natürlich, Flammentruppler können nerven, die halten viel aus, können sich regenerieren, haben die Brandgranate und so weiter. Aber ich finde, das Hauptproblem liegt wirklich an den Wookies. Und wenn ich etwas auf jeden Fall gepatcht haben werden muss, dann sind das die Wookies. Die Flammentruppler, okay, kann ich nochmal mich darüber, ja, miteinander auseinandersetzen, sage ich mal, und nochmal ein Auge drüber werfen und nochmal genau gucken, ob man das wirklich patchen muss. Aber meiner Meinung nach, die Wookies sind so stark. Ich spiele selber mit den Wookies. Ich weiß, wie das abläuft. Natürlich bringe ich mein eigenes Skill mit. Man muss damit spielen können. Natürlich, ich sehe das alles ein. Aber jetzt kommen wir zu dem Problem, meiner Meinung nach, zu dem Problem mit den Wookies. Die Wookies kosten erstens 2000 bis 3000 Battle Points, was absolut wenig ist für diese Stärke. Es kann genauso gut stark sein, wenn man defensiv und taktisch spielt mit dem Wookie-Krieger, wie ein guter Held. Wie ein, weiß was ich, vielleicht sogar ein Chewbacca, kann sogar mit Chewbacca manchmal mithalten. Manche würden sogar sagen, stärker als Chewbacca. Da bin ich mal gespannt, wer das sagt. Aber auf jeden Fall seht ihr das hier im Gameplay auch, wie ich manchmal aufgeräumt habe. Das war mein erstes Spiel quasi mit dem Wookie-Krieger so richtig bei Galactic Jungle. Also nehmt mir das nicht übel, dass ich jetzt nicht perfekt gespielt habe, die heftigste Killstreak rausgehauen habe. Aber für die allererste Runde mit dem Wookie-Krieger bei Galactic Angriff, das ist kein Spaß übrigens, weil ich habe immer auf Helden gespart, seit der Beta. Natürlich habe ich anderen ausgetestet, aber dieses Austesten nenne ich wirklich nicht Gameplay, weil das ist halt nur Austesten. Und das ist mein allererstes richtiges Gameplay mit dem Wookie-Krieger und ihr seht es. Ohne Übung, ohne nichts, seht ihr eigentlich, wie ich gut ich aufgeräumt habe. Natürlich bringe ich mein eigenes Skill mit. Aber das kann nicht sein, dass man gegen die Helden, jetzt kommt das größte Problem, finde ich, der Wookie macht einfach zu viel Schaden gegen die Helden. Zu viel Schaden. Du kannst einen Palpatine, du kannst einen, weißt du, einen Versio in 0, nichts weghauen. Kylo Ren leidet darunter. Viele, viele Helden, die man nimmt. Bei Galaktischer Angriff jetzt explizit, weil ich ja nicht die anderen Modi spiele, beziehungsweise geht ja auch schlecht mit den anderen Helden, weil man muss eins betrachten, dazu komme ich jetzt gleich auch noch. Der Wookie ist an sich richtig stark gegen die Helden, wie gesagt, und macht richtig viel Schaden, die Granate stark. Man kann sich schnell wieder regenerieren mit der Fähigkeit und dieses Überladen, ja, diese L1, R1 Fähigkeit oder B1, war keine Ahnung, wie das auf Xbox heißt, die Tasten. Ihr wisst, was ich meine, die mittlere Fähigkeit, auf jeden Fall, die ist so stark. Alter, die haut jeden und alles weg und dann kannst du einen Helden, kannst du so stark weghauen. Und wenn du auch noch von der Seite oder von hinten kommst, dass der Held dich nicht bemerkt und dann die Zeit hast, auf den Kopf zu zielen, wenn du ihn dann triffst, zwei, dreimal, wow, er droppt so schnell. Du kannst so viele Gegner weghauen. Jetzt kommen wir zu einer persönlichen Sache, die mir passiert ist. Ich habe das Gameplay nicht hochgeladen, ich habe das Gameplay, glaube ich, erspielt. Ich glaube, ich habe das nicht hochgeladen. Ich weiß es nicht mehr genau, ist schon etwas her. Und zwar gab es ein Gameplay von mir auf Gefecht. Ich habe natürlich mein Bestes gegeben, unser Team hat gut gespielt, die Gegner haben gut gespielt. Das war so ein mittelmäßiges Ding, wo wir aber auch die Überhand genommen haben und dann die Gegner absolut zermürbt haben. Dann stand es, da hatten die Gegner nur noch 30 Tickets oder sowas. Hätten eigentlich verloren, da gab es einen heftigen Schwitzer. Nichts gegen Schwitzer, er gibt ja auch sich Mühe, will ja auch den Sieg für sein Team erringen. Aber der hat dann nicht so gut spielen können, den haben wir immer weggeholt. Er hat es immer versucht, aber wir waren besser. Als er den Wookie-Krieger aber genommen hat, dann hat er uns absolut, absolut zerstört. Das ist kein Spaß. Und der hat das Spiel für sein Team gedreht. Ein einziger Wookie hat das Spiel absolut gedreht für sein Team und wir haben verloren. Man konnte nichts machen. Er stand genau perfekt um die Ecken. Er war genau bei seinen Teammates. Du konntest nichts machen. Du warst immer tot. Und er ist immer weggerollt, zurückgegangen, hat sich regeneriert. Und da konntest du nichts machen. Der Wookie ist einfach zu stark bei Gefecht. Und dann gegen Helden auch noch. Man kann sagen, zu OP. Natürlich muss man mit ihm spielen können. Ein schlechter Spieler
der kann mit einem so einem Wookie auch nichts reißen, sag ich mal. Nicht böse gemeint, aber ist halt so. Aber das geht in wirklich Richtung OP und vielleicht findet der ein oder andere das auch schon OP. Also ich finde, man sollte den Wookie-Krieger abschwächen. Und das ist auch das Thema, das ist mein Abschluss. Das ist nur meine Meinung, hatet das nicht. Denn jeder hat eine eigene Meinung, ist ja Meinungsfreiheit hier. Und ja, Leute, das Gameplay ist zu Ende. Ich hoffe, euch hat das Gameplay mit dem Wookie gefallen. Ich bin auf jeden Fall raus, bin auf eure Meinung gespannt. Macht's gut heute rein, schönen Tag wünsche ich euch noch und bis zum nächsten Mal.